Ja, moin, moin, beste Grüße zusätzlich zum Meister der Beleuchtung. Bin ich jetzt auch noch Meister der schlechten Mikrofonqualität. Ja. Es ist völlig random, wann das Ding aufnimmt, wann nicht und wie es aufnimmt, wenn es denn aufnimmt. Super. Ich hoffe, ihr stört euch nicht allzu sehr dran. Und ja. Ich weiß nicht, warum dieses Thema hier überhaupt den Weg dahin gefunden hat. Ich versuche ein bisschen lauter zu sprechen, kann sein, dass ich stellenweise leicht übersteuere. Aber tatsächlich habt ihr mir ja dieses Video dann auch empfohlen, wenn ich dem Thema beitrete, was ich jetzt auch gemacht habe. Und es ist ein 2-Stunden-Video. Ja, und das fand ich schon recht heftig. Und zwar ist das, Sekunde, Sekunde, jetzt leider wieder 50 Jahre. Plötzlich ist der Laptop überfordert mit dem Öffnen von YouTube. Ganz klare Sache. Darum ging's. So. Das hier. Das ist das Video. Ich dachte erst 2 Stunden wollt ihr mich verarschen, aber ich habe dann beim Zocken quasi nebenher das laufen lassen und das war so viel, dass ich mir tatsächlich mal Notizen gemacht habe auf die Rückseite meiner Kekspackung hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich das ganze Thema so unglaublich, naja, lächerlich finde. Weil ich sag mal, wenn das im Privaten gelaufen wäre, 2 Leute, die sich nicht leiden können. Also wenn ich das jetzt so überlege, weißt, wenn ich jetzt höre. Ich überlege jetzt einfach mal, ich stelle mir 2 Kollegen von mir vor und die beide haben einen Streit. Das wäre im Leben nicht so eskaliert. Im Leben nicht so. Also ich meine, wie das quasi. Pass auf, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja? Zunächst mal dieses, als Tanzlieder sagt, der hat mir auf Instagram entfolgt und distanziert sich von mir. Da dachte ich mir erst, okay, er hat mir auf Instagram entfolgt. Ich wollte erst was sagen wie, er hat mir auf Instagram entfolgt. Er hat auf Facebook das falsche Bild geliked oder so. Aber auf der anderen Seite habe ich schon gesehen, wie ein Mensch tatsächlich eine kassiert hat, weil er auf Facebook die falschen Bilder geliked hat. Ja, das habe ich tatsächlich schon mal gesehen, mit eigenen Augen. Und deshalb würde ich behaupten, dass, okay, weißt du, ich meine, jeder nimmt andere Sachen anders wichtig. Aber grundsätzlich freue ich mich immer sehr, wenn Menschen sich von mir distanzieren, weil sie meine Meinung oder meine Ansichten nicht vertreten oder mir nicht zuhören wollen oder mir nicht mal die Chance geben wollen. Solche Menschen würden nämlich in Zukunft in meinem Leben nur weitere Probleme bedeuten. Deshalb bin ich immer sehr froh, wenn die sich verpissen. Ja, und dann, was gab es denn noch alles? Genau. Da gab es irgendwann mal mittendrin, wurde erwähnt, wie scheiße es ist, zwischen den Fronten zu stehen, finde ich überhaupt nicht. Ja, also ganz ehrlich, ich habe es selbst noch nie so gehabt, aber ich stelle mir nicht vor, dass nur weil jetzt ein Kollege den anderen nicht mehr leiden kann, ich mit einem von beiden nicht mehr befreundet sein kann. Das ist halt lächerlich und Kindergartenniveau. Dass man dann irgendwie eine Seite wählen muss oder so, das kannst du vielleicht, bei einer Scheidung ist das vielleicht was anderes, wenn man Freund der Familie war, aber naja. Und dass eine Beleidigung die andere rechtfertigt, das kam ja auch kurz zur Sprache, das meinte Monte ja da auch. Ich kann ihn dann eher verstehen, klar, dass er zurückbeleidigt, weil er es sich nicht gefallen lassen will. Aber das finde ich ist genauso wenig diplomatisch wie jemand, also wie Tanzi das gemacht hat. Ne? Das ist so der Knackpunkt. Ich finde nicht, dass irgendeiner sich falsch verhalten hat. Sondern ich konnte beide verstehen und sie waren beide nicht gerade mit diplomatischem Geschick gesegnet. Ja? Um es mal einfach auszudrücken. Also ganz ehrlich, ja, da haben sich beide nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, was das angeht. Kanackenart, also einige sagen, Kanackenart ist jetzt nicht so schlimm. Ich sag's mal so, wenn jetzt einer so auf dich zukommt, was willst du, Digga? Und, ne, dann beleidigst du das als Kanackenart. Scherst du damit die Kanaken über einen Kamm und sagst, dass Kanaken sich so verhalten? Und auch wenn Kanaken als solches, wie Montes zum Beispiel sagt, nicht als Beleidigung gemeint ist, wird es in diesem Kontext automatisch zur Beleidigung, weil du damit sagst, dass Kanaken sich so verhalten. Ja? Was ja dann, wenn du Kanaken nicht als Beleidigung meinst, sondern nur als Beschreibung für Leute aus einer bestimmten Region, automatisch zur Beleidigung wird, weil du dann sagst, ja, alle Kanaken verhalten sich irgendwie so. Das ist eine Kanakenart. Also, wenn man es streng betrachtet, dann ist das eine Beleidigung. Eine, ja, eigentlich schon rassistische Äußerung, genauso wie es deine Allmannart wäre.
Ja, aber jetzt kommen wir nämlich zum entscheidenden Punkt, bei dem ich mir die ganze Zeit dachte, WTF ist los mit euch? Und zwar hat Simon so sehr darauf gepocht, ob dieses Wort benutzt wurde oder nicht. Und ich denke mir die ganze Zeit, früher als Kind habe ich zum Beispiel Sachen schwul genannt oder Typen Schwuchtel, einfach weil ich sie beleidigen wollte und mir nichts Besseres einfiel. Genau wie Hurensohn oder alle anderen Beleidigungen. Ich meinte damit aber nicht, dass er schwul ist und ich hatte auch noch nie was gegen Schwule. War klar, oder? Und jetzt, wo man etwas älter ist, versucht man diese Worte zu vermeiden. Aber trotzdem kann es passieren, dass es einem im Eifer des Gefechtes rausrutscht. Und dann denke ich mir, ist das jetzt euer Ernst? Also ich meine, wenn ich dann zu irgendeinem Typen so Schwuchtel sage und ein Typ guckt mich an, bist du schwul, weil ich so, nee, sorry, ist mir so rausgerutscht. Hat sich das doch damit erledigt? Oder? Ich bin sprachlos dabei, einfach wirklich sprachlos, wie oft ich sage. Ich bin sprachlos, ich verstehe das Ganze überhaupt nicht. Das macht für mich absolut keinen Sinn, was da abgeht. Warum klärt man nicht das einzig Relevante? Ob Tanzi es so gemeint hat? Müsste das nicht das Einzige sein, was Simon in dieser Situation interessiert? Er sagt, er unterstützt keinen Rassismus, keine Rassisten. Warum geht er nicht zu Tanzi und sagt, hey, das Wort ist gefallen, sagen alle, ja. Selbst wenn es nicht gefallen ist, hast du zumindest keine Eigenart gesagt, ja. Das finde ich persönlich auch schon ein No-Go. Und jetzt müssen wir klären, ob du ein Rassist bist oder nicht. Ja. So, und dann hätte man sagen können, nein, bin ich nicht. Jetzt müssen wir die Situation irgendwie auflösen, weil öffentlich gemacht wurde es ja schon. Und dann hätte man ein bisschen diplomatisches Geschick von irgendeiner Seite erwarten können bei so vielen Leuten im TS. Und dass einer gesagt hätte, okay, pass auf. Die einen Leute sagen, das wurde gesagt. Die anderen Leute sagen, das wurde gesagt. Und mehr als offensichtlich kommen wir hier nicht zu einer Einigung. Lösung? Der eine fühlte sich auf diese Art angegriffen durch die Worte und die Art, die rüberkam, die er so verstanden hat. Tanzi dachte, der Typ wollte ihn schlagen. Und was der Typ allerdings sagt, dass er das so nicht rübergebracht hat, während der Typ sich rassistisch angegriffen gefühlt hat, was Tanzi ja wohl so auch nicht rüberbringen wollte. Also, warum stellen sich da nicht beide und sagen, hey Mann, tut mir leid, dass du dich rassistisch beleidigt gefühlt hast, das war nicht meine Absicht. Und der andere sagt, ja, tut mir leid, dass du dich bedroht gefühlt hast, das war auch nicht meine Absicht. Wir werden uns vielleicht so nie einig, aber so können wir auseinandergehen und damit hat sich die Sache und dann können Simon und Nunge noch klären, ob Tanz jetzt ein Rassist ist oder nicht. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er das nicht ist. Obwohl ich ihn nicht kenne, also könnte ja auch sein, dass doch, aber, ne? Und da denke ich mir, also die ganze Situation war jetzt so ein Kindergarten, das. Also, aber ich fand's witzig. Ich fand mich unterhalten, weil es Montes Stream war und stellenweise gucke ich halt seine Videos so Mitschnitte aus dem Stream. Und hin und wieder fand ich's witzig. Ja, und ich habe auch nebenbei gezockt, also die 2 Stunden hätte ich mir jetzt trotz, dass das Monte war, auch so nicht geben können, ohne nebenbei unterhalten zu werden mit meinem Gaming so. Was haben wir noch? Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe es versucht, ein bisschen kurz zu fassen. So viel Platz ist auf dieser Kekspackung auch nicht. Ich fand's cool, dass alle am Ende tatsächlich da waren, weißt du? Keiner konnte es irgendwie klären. Monte ruft alle an und dann geht's plötzlich los. Das fand ich schon ein bisschen witzig, muss ich sagen. Und das Letzte ist dieses von wegen. Das, was Tanzi auch öfter angesprochen hat, und Monta dann ja am Ende auch. Ist es nicht viel schlimmer, wenn du jemandem nicht ins Gesicht sagst, was er fühlt? Ist das nicht irgendwie heucheln und ich will kein Heuchler sein? Und ich finde, die Leute, also ich finde, das ist das schwächste Argument dafür, auch wenn es richtig ist. Aber wenn die Leute es verstehen wollen, wäre es vielleicht einfacher gewesen zu sagen, stellt euch doch einfach mal vor, ihr lauft durch die Gegend und jemand kommt zu euch und schmiert euch quasi Honigs ums Maul, obwohl er es nicht so meint. Und das dann ständig. Wäre es euch nicht lieber, wenn die Leute euch ehrlich sagen, was sie von euch halten? Ja, weil wollt ihr denn mit Leuten umgeben sein, die euch eigentlich gar nicht leiden können? Und weil ihr das nicht wollt, solltet ihr bei anderen auch nicht so handeln. Weißt du, man will nicht geschlagen werden, also schlagt man nicht. Man will sich nicht mit Leuten umgeben, die die ganze Zeit ja sagen, aber nein meinen. Also macht man das bei anderen auch nicht. Das ist eine Form von grundsätzlichem Respekt einem menschlichen Wesen gegenüber, finde ich. Ja? Also klar, es gibt ja auch Leute, die haben gerne Arschlecker um sich. Da kann man dann auch gerne selber mal einen Arschleck-Move machen. Ich blame ja auch niemanden dafür. Jeder macht das, was ihm gefällt. Aber ich würde niemals bei einer Person heucheln, weil ich das auch nicht haben will. Ich brauche solche Menschen nicht in meinem Leben, weil daraus kann nie etwas Gutes entstehen auf Dauer. Ja, irgendwann verlässt du dich zum Beispiel mal auf die und dann plopp oder was auch immer. Das ist einfach Bullshit und tut keinem gut.
Und ich finde, wenn man es so erklärt hätte, hätte man es vielleicht eher akzeptiert, dieses, dass man dann halt direkt ins Gesicht sagt. Und wie gesagt, die Tatsache, dass er es gemacht hat, ist ja nicht so schlimm wie sein, ich sag mal, mangelndes diplomatisches Geschick. Weil selbst nachdem ich jetzt alles gehört habe und selbst wenn wir sagen, dass alles genau so abgelaufen ist, wie Tanzverbot es gesagt hat, finde ich immer noch, dass er in der Situation nicht gerade diplomatisches Geschick bewiesen hat, besonders einem Betrunkenen gegenüber. Aber das kann man auch nicht immer von jedem in jeder Situation erwarten. Ne? Ja. Jetzt bin ich auf jeden Punkt eingegangen, der mir wichtig war eigentlich, glaube ich. Einige habe ich sogar richtig, richtig heftig zusammengefasst. Ja. Ich könnte vielleicht noch erwähnen, dass ständig gesagt wurde, wie diskriminierend das war. Und also es wurde ja sehr, sehr oft gesagt, Kanakenart Fettsack, Kanakenart Fettsack. Mir fehlen die Worte, merkt ihr das? Das ist unglaublich. Ich verstehe einfach nicht. Also ich meine, Hurensohn Arschloch. Ist jetzt Hurensohn schlimmer? Es geht doch um die Intention der Beleidigung. Ja? Man benutzt einfach das, was einem als erstes einfällt. Und meistens verwendet man dann irgendeine Angriffsfläche, die auf Anhieb da ist. Und das war's. Wenn ich jemanden Arschloch nenne, dann meine ich doch nicht damit, dass er wirklich ein biologisches Arschloch ist. Das ist doch logisch. Und ich glaube auch nicht, dass jeder, den ich je Hurensohn genannt habe in meinem ganzen Leben, ein Hurensohn ist. Was ist das überhaupt für eine Beleidigung eigentlich, weißt du? Ich meine, damit beleidige ich seine Mutter und nicht ihn. Selbst wenn eine Hure ein Kind kriegt, dann ist das Kind doch nicht irgendwie weniger wert oder so. Die Beleidigung an sich macht einfach keinen Sinn. Aber es ist nun mal eine Beleidigung und deswegen benutzt man sie. Es geht doch lediglich um die Intention dahinter. Und ich nenne einen Fettsack, wenn er fett ist, dann fühlt er sich davon hoffentlich krasser angegriffen. Das ist so, wenn man einen beleidigen will, quasi der Gedanke dahinter. Aber es geht da nicht darum zu sagen, dass man alle Fettsäcke hasst. Ich meine, ich gehe jetzt stark davon aus, dass die meisten Leute, die schon mal Fettsack als Beleidigung benutzt haben, irgendeinen fetten Typen im Bekanntenkreis haben oder so, mit dem sie sich halbwegs gut verstehen. Ja, da schließe ich mich nicht bei aus. Also, keine Ahnung. Das Ganze macht halt überhaupt keinen Sinn, da irgendwie dann noch zwei Beleidigungen gegeneinander aufzuwiegen oder dass sich der eine dann mehr beleidigt fühlt als der andere. Digga, was für ein Schwachsinn ist das denn? Ihr habt euch gegenseitig beleidigt. Da gibt es kein, er hat angefangen, seine Beleidigung ist schlimmer. Ja, das sind Worte. Klar haben Worte eine schwere Gewichtung. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, der eine schlägt ihn einmal und der andere schlägt ihn krankenhausreif, weißt du, so nach dem Motto, er gibt ihm eine Backpfeife und der andere bricht ihm den Arm. Okay, weißt du, da könnte man dann sagen, Digga, WTF, übertreib mal nicht. Ja, aber wenn man das in Worte übersetzt, wäre das für mich sowas wie, der eine sagt Fettsack und der andere fängt dann mit so einer Hasstirade an, weißt du? So eine gefühlte Hitlerrede. Dann könnte man sagen, er übertreibt, aber nur weil er ihn dann, keine Ahnung was nennt, weißt du, keine Ahnung. Ne, es geht dann um die Intention dahinter, finde ich, einfach. Klar, wenn jetzt dann ein Weißer ganz plötzlich Scheiß und dann das N-Wort nennt, dann ist die Intention dahinter, wenn er das dann auch wirklich so meint, natürlich heftiger, aber ja. Ich kann mich, ich drehe mich im Kreis, also es ist einfach lächerlich, Mann. Keine Ahnung, das war. Kindergarten. Das war übelster Kindergarten. Und ja, ich habe mich jetzt in die Diskussion hier eingeklinkt für euch, weil ich bei der letzten Diskussion zwar am Zweifeln war, aber ich finde die Beiträge, die wir dann im Forum gesammelt haben, echt witzig. Ne? Und ich will mal gucken, ob es diesmal wieder so läuft. Ob wir wieder so viele witzige Beiträge zusammenbekommen. Deswegen dachte ich, ja, komm, ja, mach's einfach mal.